Der rasche Ausbau von erneuerbaren Energien hat enorme Auswirkungen auf den Betrieb von Atomkraftwerken. Für die Betreiber ist das angeblich kein Problem. In einer groß angelegten Anzeigenkampagne erklärt die Atomlobby, Wind- und Kernenergie seien ideale Partner. Durch ihre hohe Flexibilität könne die Kernkraft optimal auf Schwankungen der Erneuerbaren reagieren. Doch sind Atomkraftwerke tatsächlich für häufiges Hoch- und Wiederunterfahren, den sogenannten Lastfolgebetrieb, geeignet? Oder bedeutet das ein höheres Sicherheitsrisiko? Dazu liegt diese Studie zu den Sicherheitsrisiken des Lastfolgebetriebs vor. Sie wurde bereits im Sommer 2010 von Greenpeace in Auftrag gegeben. Danach bedeutet regelmäßiges Drosseln und Wiederhochfahren für die Kernkraftwerke absoluten Dauerstress. Druck und Temperatur in der Anlage ändern sich häufig. Das führt zu Spannungen im Rohrleitungssystem. Die Folge? Das Material altert schneller, der Verschleiß steigt. Auch das wichtige Kühlsystem wird stärker beansprucht. Die chemische Zusammensetzung im Reaktor verändert sich. Das erhöht die Gefahr der Korrosion. Im Reaktorkern kann es zu Schäden an den Brennstabhüllen kommen. Fazit: Durch die stärkere Belastung aller Komponenten wird das Risiko des Betriebes weiter erhöht, so dass es auch zu gravierenden Störfällen kommen kann. Autor der Studie ist Wolfgang Renneberg, ein anerkannter Atomkraftexperte und ehemaliger Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium. Er hat für die Untersuchung alle verfügbaren Informationen und Daten zu den Auswirkungen des Lastfolgebetriebes ausgewertet. Die Studie macht deutlich, dass die Sicherheitsreserven, die bei den alten Anlagen sowieso schon geringer sind als bei den neueren Anlagen, nochmals geringer werden durch den Lastwechselbetrieb. Dadurch besteht die Gefahr, dass es häufiger zu Störfällen kommt, dass Ereignisse, die sonst möglicherweise harmlos sind, gefährlicher werden können. Insgesamt das Risiko beim Betrieb der alten Anlagen nochmals steigt. Für Greenpeace ein alarmierendes Ergebnis. Wir sehen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko durch diesen Dauerstress. Diese Materialien stehen unter einem ganz hohen Druck, unter ganz hohen Temperaturen. Und diese zusätzlichen Wechsel, die niemals vorgesehen wurden, als die Reaktoren gebaut wurden, die führen natürlich zu erhöhten Sicherheitsproblemen. Der schwedische Ingenieur Lars-Olof Höglund hat viele Jahre Kernkraftwerke für Vattenfall und Siemens gebaut. Aus seiner langjährigen Berufserfahrung weiß er, dass es vor allem beim Hoch- und Runterfahren der Reaktoren zu Problemen kommen kann. Man kann die Kraftwerke hoch- und runterfahren, aber die sind nicht dafür gedacht, sondern die sollen im Volllast laufen oder abgestellt sein. Das ist das, wofür die ausgelegt sind. Das mit Hoch- und Runterfahren, das ist nur eine Möglichkeit, aber ist nicht zu empfehlen. Der flexible Betrieb von Atomkraftwerken ist also ein Sicherheitsrisiko.